Weiter geht's hier in der Siegestraße von Pokémon Leuchtende Perle. Diesen Wasserfall können wir mit Kaskade überqueren. Wir kommen an einen neuen Ort hier in der Siegestraße. Vielleicht führt uns das ja einen Schritt weiter zur Top 4. Zur Liga. Was ist das hier eigentlich? Ah, hier. Der Anfang. Hier am Anfang gibt es Drachenpuls. Eine sehr starke Drachenattacke als TM. Werde ich vielleicht auch jemanden beibringen. Das werde ich mir bestimmt bald schon überlegen. Sobald wir in der Liga angekommen sind. Wir haben noch ein paar Trainer vor uns. Ich möchte ein starkes Pokémon noch mächtiger machen. Dafür brauche ich deine Hilfe. Meine? Drachenprofi. Edmund. Mit seinem Knarksel. Knarksel. Starkes Drachen-Pokémon. Ich mag Knarksel. Und Knackrack, die letzte Entwicklung. Richtig cooles Pokémon. Gibt auch viele bekannte Trainer mit einem Knackrack. Und ich habe das Gefühl, wir werden das Pokémon auch in der Liga öfter sehen. Da sei dann auch Schluss. Ich hatte nicht die geringste Chance. Sieht ein bisschen aus wie ein Vampir, der Typ mit seinem Kostüm. Wie soll ich ihm nur die mächtigsten Drachenattacken beibringen? Wie nur? Naja, du bist jetzt ein bisschen zu spät, aber da unten, hättest du da unten Kaskade eingesetzt, hättest du da eine TM finden können. Ich will es nur gesagt haben. So, Schutz geht langsam aus. Wir sollten uns ein bisschen beeilen. So, da geht's hoch. Aber hier gibt's ne, das ist nur ein Rückweg. Das ist nur ein Rückweg. Warum auch immer es das gibt. Einfach Fluchtseil einsetzen. Ja, doch, ich kann's verstehen, aber euch nicht täuschen lassen. Da geht's nicht lang. Ich kann spüren, dass ihr deine Pokémon voll und ganz vertrauen. Du und dein Team erstrahlt regelrecht. Ja. Die ganze Courage, die wir uns jetzt hier in der Siegestraße aufbauen, die wird ganz gut sein für uns. Ich bin bereit, jede Challenge zu facen, die vor uns steht. Auch den Typen, der vor uns steht, platt zu machen. Leider gehen mir langsam die AP aus. Shelterra hat leider Attacken, die nicht viele AP haben. Das ist vielleicht ein bisschen kritisch. Aber wir können einfach das Pokémon auswechseln. Wir haben ja 5 andere, die wir hier benutzen können. Empoleon. Der Wasserstarter aus diesem Spiel. Ich mag ihn sehr. Leider muss er trotzdem down gehen. Typ Wasser, Stahl. Das ist tatsächlich ein Stahl-Pokémon. Ich meine, sogar jeder Starter hier in dieser Gen hat bei der letzten Entwicklung einen neuen Typen. Mein Pokémon zum Beispiel hat den Bodentypen bekommen, etc. Empoleon hat den Stahltypen bekommen. Und Panferno hat den Kampftypen, glaube ich, bekommen. Ich meine, Feuerkampf ist irgendwie so typisch. Zwei Pokémon typisch. Aha, XD. Geowatz. Ich habe das Gefühl, es wird explodieren. Geowatz ist nämlich dafür bekannt. Allgemein, die ganze Reihe, Kleinstein, Georock und Geowatz, sind dafür bekannt. Boom, boom, I want you in my room zu singen. Die Robustheit macht es nicht besser. Sandsturm. Wenn ich jetzt Egelsamen einsetze, müsste ich es eigentlich besiegt haben. Es macht kein Damage, die Attacke, aber ich kriege dadurch gleich seine KP. Da kann mich halt leider dafür nochmal angreifen, aber das geht schneller, als wenn ich jetzt rausrutsche. Aber ja, Chelterra ist komplett fertig. So viel gekämpft, der kann nicht mehr, auch wenn er volle KP hat. Er ist einfach voll ausgenutzt worden. Er ist ein bisschen schwach und wir müssen ihn mal ein bisschen ausruhen lassen und jemand anderen nach vorne lassen. Das hat mir die Augen geöffnet, sagt er, der die Augen zu hat. Gerade weil wir nicht ewig leben, ist es Menschen-Pokémon möglich zu strahlen. Krass. So, wer will denn kämpfen? Scorpio vielleicht? Oder noch besser, wie wär's mit Tricky?
Aber hier müssen wir aufpassen. Hier wollen wir auf jeden Fall, auf gar keinen Fall runter. Da rechts ist ein Typ mit einem Item, der versperrt da irgendeinen Ausgang. Okay, also hier ist auf jeden Fall ein Weg, der irgendwo hinführt. Weil da über mir ganz viele Brücken sind, habe ich das Gefühl, das ist der richtige Weg. Was bedeuten muss, dass hier Bonus ist. Ja! Eine Schafklaue. Ich glaube, was das macht, ist Drachenattacken verstärken oder sowas. Irgendwie sowas in der Richtung, glaube ich. Hey, was? Die kann man aber auch hoch. Aber hier geht's nicht weiter. Hier geht's nur zu diesem Dude, der uns nicht durchlässt. Aber warum lässt er uns nicht durch? Kann ich da durch? Lass mich dich mal ansehen. Du wirst noch stärker werden. Du wirst vielen Pokémon begegnen. Das solltest du dir immer wieder vorsagen. Dann wird sich dein Horizont stets erweitern. Okay, der versteckt da irgendwas. Ähnlich wie beim Kraterberg, dieser einen Team Rocket Rüpel. Der müsste aber jetzt eigentlich weg sein, oder? Da müssen wir immer mal wieder vorbeischauen. Okay, noch habe ich anscheinend Schutz. Das ist gut. So, nächster Kampf. Hier wimmelt es nur von so starken Trainern. Es ist der ideale Ort, um sich mit dem Besten der Besten zu messen. Ja, schön, dass ich einer der Besten bin, aber ich bin sogar die Beste hier. Die Beste! Ja, also das ist keine Chance. Kaum Alarz, wirklich die Vorentwicklung. Der andere Typ da hinten, oder ein anderer neben da, glaube ich, war da. Der hatte die Weiterentwicklung und du bist wieder einen Schritt zurückgegangen. Fußtritt. Ein Schritt in den Tod. Oh, es lebt noch. Es lebt noch. Noch. Drachenklaue. Au, au. Blub. Blub. Stell ihm so ein Beinchen. Pff. Oh, Gyarados, ha? Huh? Ein Gyarados, hier sieht man, ich kann nichts einsetzen außer Igelsamen, aber das bringt jetzt nicht wirklich viel bei einem Gyarados. Ich versuche mein Glück mal mit Schnurrgast. Welche hundertprozentig neue Attacken bekommen wird, bin mir da eigentlich sehr sicher. Vielleicht hundertprozentig, aber so 90%ig bin ich mir sicher, dass ich da die Attacken ein bisschen abändern werde. Auch wenn die so schon ganz gut aussehen. Ich glaube, wir könnten das Potenzial von ihr ein bisschen erweitern. Es ist ja schnell wie der Blitz. Eine Elektroattacke würde zum Beispiel nicht schaden. Damit wir auch mal eine Elektroattacke überhaupt haben im Team. Und der nächste Body Slam muss es killen. Sonst habe ich ein riesengroßes Problem, weil es jetzt Drachentanz eingesetzt hat, aber... Ich denke, es sollte gehen. Es müsste eigentlich gehen. Es müsste genug Damage machen. Und es downfliegen. Yes. Tja, Gyarados, hast immer noch nicht dazu gelernt. Erst Drachentanz, dann Attacken. Genau. Tails. Du hast ja auch jetzt eine neue Attacke. Die Hydro-Pumpe. Die können wir auch mal unter Test stellen. Los, Hydro-Pumpe! Und es verfehlt. Das ist das Problem bei den ganz OP'en starken Attacken, die man in, hier im Endgame bekommt. Treffen öfters mal nicht. High-Risk, High-Reward Attacken nennt man die auch. Aber ihr seht, wie viel Damage das macht. Gut gemacht, Tails. Ich mag diesen Ort, weil ich hier gegen starke Trainer wie dich kämpfen kann. Ja, aber ich werde nicht lange bleiben. Geh du deinen Weg, ich folge dem meinen. Das ist gut. Ich habe nicht mehr viele Kränke. Hoffentlich kommt da nicht mehr allzu viel vor uns. Ich habe nur noch einen einzigen Trank und danach muss ich die Starken benutzen. Ich habe keine Lust darauf. Ein Ausgang! Ist es vorbei? Es ist vorbei. Das ging schneller als erwartet. Und ich habe gerade geheilt. Zur Pokémon-Liga. Wir sind schon da. Pokémon-Liga, der Höhepunkt der Trainerkarriere. Wortwörtlich. Wir
wortwörtlich den riesigen Wasserfall hoch. Und da sehen wir das Gebäude schon. Hier laugt die Top 4. Schaut mal, wie weit wir in der Höhe sind. Und das ist alles Wasser. Ich kann gerade nicht unterscheiden, ob das Wasser ist oder... Na, wo aber Wasser sieht ja so aus. Dann müsste es vielleicht einfach Wolken. Wie hoch wir einfach sind. So ein riesiger Berg, wo einfach die Top 4 hier ist. Krass, krass. Oh, Scorpio hat sehr viel Spaß. Das ist schön. Wirklich, wirklich schön. Mit dir hat alles angefangen, Shellterra. Mit dir sind wir überhaupt so weit gekommen. Am Anfang wollte ich nur dich haben in meinem Team, aber irgendwann habe ich halt realisiert, mehr Pokémon macht mehr Sinn. Speichervorgang. Ja, jetzt brauchen wir Schutz auch nicht mehr. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Wie viel Schutz habe ich denn eigentlich noch übrig? Oh, ein einziges. Nice. Und ja, die Top 4, oder was heißt Top 4? Die Pokémon-Liga ist einfach nur ein riesiges Gebäude mit Pokémon-Center und Pokémon-Markt. Und natürlich das Hauptattraktion hier hinter. Top 4. Warte, du willst dich doch der Pokémon-Liga stellen, hä? Deswegen bin ich auch hier. Mal sehen, wer von uns besser vorbereitet ist. Kämpfen wir! Was? Ich wollte mich nur umschauen. Wer will kämpfen? Ein letztes Mal also, Patrick. Aus dem Nichts erscheint der. Hey, aber ich war einmal vor Patrick anscheinend vorher. Oder wie sagt man das? Einmal war ich vor Patrick da. Er war sonst immer vor uns da. Aber wir waren dieses Mal vor ihm hier. Hehe. Ich habe nicht geheilt. Das wird mein größtes Problem, weil ich kann meine Pflanzenattacke nicht einsetzen. Ich hätte hier... Oh nein! Ich hätte hier heilen sollen. Damit ich hier wieder respawne. Ich weiß nämlich nicht, ob man hier wieder hinfliegen kann. Also eigentlich sollte das schon möglich sein, weil es ist ja... Es zählt auf der Karte wie eine Stadt und auf Städten kann man hinfliegen, immer. Aber ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Oh nein! Oh, Tricky hat's überlebt. Okay, gut gemacht, Tricky. Oh! Na, sieh mal einer an! Aber eigentlich hat er mal einen Staraptor. Endlich mal Staravi entwickelt. Immerhin etwas. Und das Level sah auch gar nicht mal so schlecht aus. Er hat dazugelernt. Meine Pokémon übrigens auch, kriegen alle gerade ein Level up. Drei davon sind schon über Level 60, geil. Zwei davon nicht ganz. Und Scorpio ist Scorpio. Und Scaraborn ist Scaraborn. Und da kann ich nicht tricky drin bleiben. Denn der ist das beste Pokémon gegen ein Scaraborn. Level 50er Bereich. Ich bin stolz auf dich, Patrick. Dass du endlich deine Pokémon gelevelt hast und trainiert hast. Dass ich dich noch mal am Ende des Spiels in der Pracht sehen kann. Toll. But you're still no match for me. Haha. Ein Boyeli. Oh no, ich kann mein Pflanzen-Pokémon nicht benutzen. Das ist sehr schlecht. Scorpio, du bist also dran. Oh yeah. Toxin. Oh nein, nicht der Knirscher. Aber macht nicht so viel. Denn es war nicht sehr effektiv. So, Toxin. Oh, meine Taktik ist nämlich, die Vergiftung drin zu haben, für den Fall, dass meine Attacken nicht genug Damage machen, dass ich dann auswitche und es trotzdem noch Schaden bekommt, das Viech. Das macht eigentlich am meisten Damage, oder? Ja, eigentlich schon. Ist er eine Flinkklaue? Oh, sein Boyling hat eine Flinkklaue. Nochmal Knirscher. Ey, hast du nicht gerade gemerkt, dass er im Text steht nicht sehr effektiv? Warst du nicht in der Trainerschule am Anfang des Spiels? Also, du hast nicht wirklich deine Hausaufgaben gemacht. Du.
würde und dafür muss mit deinem Leben bezahlen. Selbst die Lake macht mehr Damage. Oder Lake. Lake, Lake. Ich sag immer Lake. Aber ich habe auch schon Leute gehört, wie die Lake sagen. Deshalb habe ich vielleicht das manchmal. Keine Ahnung. Panferno! Endlich mal hast du dein Pampyro entwickelt. Endlich! Da haben wir es. Jetzt haben wir bisher alle Starter in ihrer letzten Pracht gesehen. Aber kann das sein, dass wir Plüprin nie gesehen haben? Oder hatte irgendein Trainer mal Plüprin? Man muss nämlich alle Pokémon zumindest mal gesehen haben, um ein paar Boni zu bekommen. Schön aus meinem Hintern. Das ganze Wasser gespritzt. Ganze Hydropumpe weggespritzt. Bam! Macht natürlich One-Hit. Patrick! Wir sind vielleicht ähnlichen Level und haben ähnliche Pokémon, aber das, was uns unterscheidet, ist, dass ich meine Hausaufgaben mit den Typ-Kombis gemacht habe und du nicht! Rosarade, ich glaube, du lernst irgendwie nie dazu, oder? Oder? Mir ist das so egal, dass ich fast down bin. Ich habe zwar ein bisschen Albträume noch von einem Rosarade, aber ich bin schneller! Und mach One-Hit. Oh, Relaxo. Ein Relaxo hat er. Nein, ich wollte rausflutschen! Ich habe zu diesem letzten Pokémon alles Vertrauen. Kein Grund zur Panik. Sein Mann Fox hat sich endlich mal entwickelt. Zu einem Relaxo. Typ normal. Das war's. Ist einfach nur Typ normal. Und ich versuche mal Traumagil. Ich wollte nicht. Ich wollte eigentlich rauswitchen. Ich wollte nicht B drücken. Ich wollte eigentlich nur weg aus diesem Menü. Ich habe aus Versehen irgendwie zu den Attacken gegangen. Und das wollte ich nicht. Ja, ich habe es schon erwartet, dass er eine Attacke einsetzen wird, die mich nicht berühren kann. Ich sag ja, ich bin das Can't Touch Me Pokémon. Psystrahl. Oh oh, ich werd müde. Du bist wohl das Can't Kill Me Pokémon im Gegenzug. Nee, nee, dich kriegen wir nur schon noch down. Aber vielleicht mit einem anderen Viech. Hm. Wir könnten Igelsamen vielleicht versuchen. Ansonsten Toxin. Ja, wir könnten Toxin machen. ja, Tricky hat ja eine Attacke, die die Gegner verwirrt. Sehr, sehr gute Attacke. Die ich nie wirklich oft benutzt habe, leider. Ich mag aber eigentlich die Attacke. Und allgemein die Taktik, dass Pokémon, die eine Babyform haben, auch eine Attacke haben, die verwirrt. Seit Pokémon Kristall finde ich das nice zu haben. Nice to have. Und ich bin einmal schlafen. Ja, Scorpio, du bist gerade nicht zu gebrauchen. Nicht mehr. Schnurrgast? Mal gucken, ob du Relaxo dem Rest geben kannst. Aber lustig, dass Relaxo das letzte Pokémon ist, was uns noch aufhält. Relaxo ist ja bekannt als eine Blockade. Und das ist die letzte Blockade, die vor uns steht. Dieses Relaxo. Aufkratzen. Hilft leider auch nicht so viel. Da kommt der nächste Gegner. Oh Gott. So einer bist du also. Aha. Nach, es ist nicht vorbei. Dank der Freundschaft zu meinem Pokémon ist noch alles möglich. Sicher doch. Body Slam. Bam. Auf dem Relaxo. Es hat geklappt. Patrick, ich bin stolz auf dich. Du hast dazu gelernt. Trotzdem war ich schon immer besser als du. Was ist da gerade passiert? Mein Team muss noch besser trainiert werden. Aber ist schon ziemlich cool. Du hättest schon eine Chance gegen die Top 4. Mist! Wenn ich gegen dich verliere, bin ich für die Pokémon-Liga wohl noch nicht bereit. Aber ich werde so lange weiter trainieren, bis ich mich an die Spitze kämpfen kann. Ich werde nämlich der Champ, der stärkste Trainer schlechthin. Michael, sieh zu, dass du bis dahin ungeschlagen bleibst.
Will do. Erstaunlich, dass deine Pokémon vor dem großen Kampf gegen die Top 4 so ruhig sind. Das gefällt mir. Aha. Gut. Ich glaube, im Rest dieser Folge werden wir ein paar Vorbereitungen treffen. Um dann in der nächsten Folge loszustarten. Was wiederum bedeutet, dass wir gleich TMs verteilen. Beziehungsweise, ich mache das wahrscheinlich eher offscreen und dann zeige ich euch das Resultat. Das ist schneller. Sonst ist die Folge, ups, noch viel länger als ich will. So, erstmal die Reihenfolge. In der Reihenfolge bringen, in der wir die Pokémon erhalten haben. Und das wäre somit diese hier. Und ich hätte einfach Y drücken können überall. Mist, egal. Ja. Sieht doch gut aus. Mal ganz kurz Bericht der Schatten bei Scorpio. Ah, XP, ich weiß nicht. Sonst könnte ich vielleicht noch ein paar Sonderbonbons verteilen. Gehen wir schon mal einkaufen. Wir können auch ein paar Sachen verkaufen, merke ich gerade. Wir haben hier nämlich eine Schatztasche mit ganz vielen Items, die wir verkaufen können. Sternstaub zum Beispiel. Nuggets. Riesenpilze. Und eine Perle. Genau. Da sind wir jetzt bei fast 300.000 Poké-Dollar. Also wenn die nicht reichen, dann weiß ich auch nicht. So, was? Bei dir kann man alle Bälle im ganzen Spiel kaufen. Okay, nicht ganz. Ein paar besondere Bälle sind da nicht, aber sonst die wichtigsten, denke ich mal. Ja. Supertränke sind lame und out, deshalb holen wir uns Hypertränke. Wollte ich gerade sagen, aber mir ist die Idee gekommen. Einfach stattdessen Top-Genesung zu kaufen. Wie viel haben wir von denen eigentlich gerade? 2 Stück. Kaufen wir mal 8, damit wir 10 haben. Das ist nämlich so eine Art Mischung zwischen Top-Trank und Hyperheiler in einem. Da unten ist der Hyperheiler. 2 Paraheiler, damit wir vor allem 2 haben. Also am wichtigsten ist eigentlich immer Hyperheiler, falls man viel Geld hat. Ansonsten alle einzeln ein bisschen kaufen, so wie ich gerade. Ich bin aber extra sicher, weil ich vor allem auch deswegen, weil ich später nach der Story, nach dem richtigen Let's Play, in der Afterstory dann nicht mehr so viel einkaufen gehen will. Es gibt nämlich in diesem Spiel eine kleine Afterstory. Zu viel sage ich aber nicht dazu. Ja, Bälle werde ich später selber einfach nochmal ein paar kaufen. Und jetzt geht's ab zu den richtigen Tränken. Da sollten wir uns sehr viele holen. 30 Stück passt. Von den Supertränken die gleiche Anzahl wäre tippitoppi. Viele haben hier in diesem Spiel gar kein Geld wegen den Klamotten. Kann ich verstehen, aber passt auf euer Geld auf. So, und ich meine, man kann hier fliegen. Seht ihr, man kann zur Pokémon-Liga hinfliegen. Man kann zu beiden Orten sogar hinfliegen. Und hier rechts ist irgendwas. Aber keine Ahnung, wie man da hinkommt, um ehrlich zu sein. Hier, da hinten ist ein großes, riesiges Gebiet, aber keine Ahnung, wie man da hinkommt. Ich weiß es gerade wirklich nicht mehr. Und aus irgendeinem Grund ist das hier grün. Keine Ahnung, egal. Ja. Man kann überall hinfliegen und ich werde jetzt das passende Outfit aussuchen. So, ich weiß jetzt noch nicht, ob ich das jetzt noch dranhängen werde an die gleiche Folge oder ob ich hier direkt eine neue Folge starte. Aber ich bin endlich soweit. Ich habe nochmal mein ganzes Team überprüft, alles geguckt wegen Items kaufen, Attacken mir alles anschauen. Und das ist das Endresultat. Für die es noch nicht direkt sehen, wir haben hier Großwurzel mit Shelterra. Attacken habe ich ja noch nicht geändert. Ich bin eigentlich ziemlich zufrieden mit der Taktik. Igusam, lasse ich erstmal noch drin. Ich habe jetzt nichts Besseres gefunden, denn tatsächlich habe ich schon so ziemlich alles so gut, wie ich es haben kann bisher. So, Tails hat sich auch noch nicht wirklich verändert. Ich habe jetzt halt Siedewasser statt Doppelschlag. Für die, die es nicht wissen, Siedewasser ist eine gute Wasserattacke, die Verbrennungen errichten kann, aus irgendeinem Grunde Wasserattacke, die Pokémon verbrennen kann. Nice. Ja, Nachtschweif ist aber ein bisschen stärker als Siedewasser. Aber auch noch wirklich ganz leicht. Und außerdem
Ich weiß auch nicht. Wenn man mal hier auf die Stats schaut, ist es eigentlich nicht so ein riesiger Unterschied mit den Attacken. Aber ja, Nassschweif macht auf jeden Fall mal Tails mehr Damage als Siedewasser. Aber ich habe ja noch Hydro-Pumpe für den Ultra-Kassen-Damage. Tricky hat ein neues Item, und zwar jetzt die Fausttafel. Das andere Item, was ich mit Tricky hatte, hat gar keinen Sinn mehr gehabt. Attacken haben sich hier nicht geändert. Traummagil hat der immer noch den Bandsticker. Hat jetzt aber statt Horrorblick, den ich sowieso, also den Horrorblick, den werde ich irgendwann später wieder, wenn ich ihn auch wirklich brauche, wieder erlernen lassen. Aber für den Kampf hier habe ich eine Gesteinsattacke, und zwar Juwelenkraft. Denn wir haben noch keine Gesteinsattacken. Und auch keine Elektroattacken, aber ich habe nur was für Gestein gefunden, leider. Aber ja, Juwelenkraft wird hoffentlich eine starke Hilfe sein. Wir haben hier Scorpio, erhält jetzt endlich das Item von Tricky, Giftstreich. Giftstich, meine ich. Macht hier mehr Sinn. Attacken haben sich hierbei nicht verändert. Und Schnurgas trägt jetzt ein richtiges Item, was ich auch wirklich benutzen kann. Eine Schafklaue ist jetzt nichts Krasses, aber ich habe nichts wirklich Besseres gefunden. Ich habe keine guten Items leider. Und hier haben sich die Attacken auch nicht wirklich groß verändert. Ja, das ist mein Team. Alle sind so fast Level 60. Ungefähr ein Level 60er Bereich. Ich habe vergessen, welchen Level Top 4 ist, aber ich sollte ungefähr auf deren Level sein. Vielleicht ein bisschen overlevelt, aber nicht ganz. Und ja, wünscht mir Glück, dass ich das schaffe. Ich habe ein bisschen eingekauft. Wie man hier sehen kann. Ich hoffe, es reicht. Ich hoffe wirklich, es reicht. Let's go. Überprüfen wir mal, ob du für die Pokémon-Liga qualifiziert bist. Zieh mir mal bitte alle Orden, die du dir in Sinnoh erkämpft hast. Der Kohleorden aus Erzlingen, der Waldorden aus Ewigenau, der Bergorden aus Schleide, der Fennorden aus Weideburg, der Reliktorden aus Herzhofen, der Minenorden aus Fledburg, der Firnorden aus Blissach und zu guter Letzt der Lichtorden aus Sonneweg. Lass mich rein, Mann! Ausgezeichnet! Trainer, du hast in der Tat die Orden aller Arenen von Sinnoh erhalten. Demonstriere nun hier deine Stärke und erkämpfe dir Ruhm. Okay! Und damit geht's los. Richtiger Hype-Moment. Das ist unser erster Gegner. Ich muss überlegen, was für ein Typen seine Pokémon haben. Ich hab's vergessen. Ich hab's wirklich vergessen. Ich lass einfach so und hoffe, dass es passt schon. Hallo, willkommen in der Pokémon-Liga. Ich bin Herr Baro von den Top 4. Schön, dich kennenzulernen. Ich sollte doch erwähnen, dass ich ein großer Fan von Käfer-Pokémon bin. Mist, ich bin falsch. Ich hätte Tricky vorne haben sollen. Wusste ich nicht. Denn nichts ist so schön und cool wie meine Käfer-Pokémon. Sie sind perfekt. Und damit ich genauso perfekt werde wie sie, stelle ich mich hier in der Pokémon-Liga allen Trainern, die mich herausfordern. Dann wollen wir mal sehen, ob du mir auf dem Weg zur Perfektion behilflich sein kannst. Okay. Es ist der Arena-Alter-Kampf. Nur die Geschwindigkeit ist ein bisschen anders. Und es ist ein ganz leichter Remix hier im Remake. Du, 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 du. Ganz leicht, aber nur. Du, 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 du. Von den heftigen Hype. Du, 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 du. Du, 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 du. Tja, da die Kämpfe hier sehr, sehr lange dauern werden, weil alle Trainer hier 6 Pokémon haben und die auch richtig overlevelt sind und richtig auch gut trainiert sind, das sind richtig gute Trainer hier, werde ich mein Bestes geben, es ein bisschen schneller angehen zu lassen. Aber nicht zu schnell, die Musik ist zu hype. Yeah. Ich muss auch dran denken, die OP-Attacken, die ich nur 5-mal einsetzen kann, wie zum Beispiel hier, die eine Attacke, die Tricky hat, dass ich die nicht sofort einsetze, sondern nur für den Fall, dass ich es wirklich brauche. Für starke, robuste Pokémon, weil Ether sind scarce. Also ich kann sie nicht einfach die ganze Zeit... Ich habe nicht so viel Ether, die kann man auch gar nicht kaufen oder so, das ist ein Problem. Schon die Level-Ups? Boah, ich hoffe wirklich, dass ich das hier alles im First Try schaffe. Ich bin richtig gehypt. Du, du, du. Aber wie ich sehe, bin ich 10 Level über den. Okay, nicht ganz 10 Level, aber auf jeden Fall mehr als 5. Ja, dem ist leider... kritisch. Und wie das kritisch war.
Okay, das killt aber immerhin. Gut, dafür habe ich aber aufgestockt. Genau für diesen Grund. Hypertränke für den Kampf und Supertränke für außerhalb. Papinella, das nächste Pokémon. Ich glaube, Tricky wird einfach alle abrasieren. So, Hypertrank. Das sollte eigentlich komplett heilen, falls ich das richtig in Erinnerung habe. Nein, es hat nur 100, nicht 200. Oh, ja. Psychokinese. Oh, ouch. Das könnte mich killen. Aber es killt mich zum Glück nicht. Ach, du bist ein Opfer. Okay, gut. Nee, wisst ihr was? Ich halte sogar nochmal. Ich gehe auf Nummer sicher. Ich möchte nicht wie ein Noob dastehen, ja? Ich habe es verdient, hier zu stehen. Ich habe mir den Ass aufgerissen, damit ich hier in diese Top 4 endlich rein kann. Und ihr Lappen könnt mich hier nicht mehr aufhalten. Ich vermute mal, dass unser letzter Gegner Pokémon im ungefähr Level 60 knapp hat. Vermute ich mal. Ich weiß es nicht mehr, wie es in Diamant und Perl war. Ich meine, im Platin waren die Level ganz anders. Na, wie auch immer. Papina ist auf jeden Fall schon mal weg. Tricky räumt hier sehr schön auf. Das Problem mit der Top 4 ist immer, in jedem Spiel, die tricksen einen immer aus mit dem Aussehen und mit der Umgebung. Die versuchen einen auf den einen Typen zu denken, aber es ist eigentlich ein ganz anderer Typ. Ich kann mich an manche Trainer auf jeden Fall erinnern, aber nicht an alle. Clown-Wetzer? Was? Wetzt seine Clown, um sie zu schärfen, erhöht Angriff und Genauigkeit des Anwenders. Damit kommst du gerade viel zu spät. Ich kann jetzt mich nicht um neue Attacken kümmern. Das ist zu spät. Hornweise sollte man ernst nehmen. Die Königin aller Bienen. Hornweise. Oh Gott, die Anspannung ist groß. Sein vorletztes Poki. Hoffentlich killen wir es One-Hit. Aber wahrscheinlich nicht. Ich hab das schon erwartet. Ich wollte nicht die andere Attacke einsetzen von Tricky. Hätte ich aber wohl machen sollen. Ach so, der überlebt wegen der Beere, oder was? Nee. Das halte ich nur. Citro-Beere hatte es. Blockbefehl? Was ist das denn? Ich habe noch nie eine Hornweise selber im Team gehabt. Aber vielleicht mache ich das irgendwann mal. Verteidigung und Spezialverteidigung steigt. Es sollte aber trotzdem reichen, weil er hat sich nicht geheilt. Idiot. Ha, es reicht aus. Ein Pokémon hat der das Opfer noch. Da hat der 5 Pokémon, nicht 6. Kann sein, dass er 5 hat und nicht 6. Okay. Auf einmal hat er mein Scorpio geklaut. Okay, was ist sehr gut gegen Scorpio? Gift und Licht ist es. Ich traue mich da überhaupt nichts. Ich traue mich da wirklich gar nichts. Aber ich versuch's mit Shelterra. Ich will nichts riskieren. Ja. Ich denke, Shelterra ist ja kein schlechter Move. Sein finales Pokémon. Mit den Sternen. Schauer aus seinem Ball. Erdbebe! Oh, er fängt an. Oh nein, Kreuzschere macht sehr viel Damage. Ah, ich überlebe es. Komm, Erdbeben muss killen. Erdbeben muss killen. Das war sogar gut, Alter. Okay, egal. Erdbeben. Ja! Der erste ist down. Da habt ihr euren Vorgeschmack, wie das Ganze hier in der Top 4 aussehen wird. Herr Baro ist damit Geschichte. Ich gestehe meine Niederlage ein, aber ich denke, ich konnte dir deutlich machen, wie wundervoll Käfer-Pokémon sind. Und ich konnte dir vermitteln, wie beeindruckend die Pokémon-Liga ist. Kämpfen ist eine tiefsinnige und komplexe Angelegenheit, das ist dir jetzt bewusst. Jo. Dass ich mit den schönsten und stärksten Käfer-Pokémon verloren habe, liegt allein daran, dass ich nicht perfekt genug bin. Das heißt für mich, zurück ins Trainingslager. Kriege ich trotzdem eine Runde Applaus? Nein? Okay, das wäre auch viel zu viel des Guten. Geh einfach weiter. Es warten noch 3 weitere auf dich, die allesamt stärker sind als ich. Deshalb bin ich der Erste. Aha. Gut, Zeit fürs Heilen. Ich spüre gerade richtig krass den Hype, weil die Liga aus diesem Spiel ist eine der schwierigsten. Das ist nicht die schwierigste, da gibt es schwierigere. Aber, ja, die hier aus Gen 4 ist nicht ohne. Nicht ohne Bohne. Ich will jetzt nicht nochmal einen verschwenden für so wenig HP. Okay. Lass ich es einfach. Weiter geht's.